Yo Kids, ihr habt mich gerade noch ein bisschen in der Sonne gesonnt. Nice, dass ihr wieder dabei seid. Und ihr könnt es euch wahrscheinlich schon denken, wir sind ja gerade in einer Themenreihe. Und zwar geht es um Jüngerschaft. Und es war richtig cool, euch vor 2 Wochen zum größten Teil im Familiengottesdienst gesehen zu haben. Und nice, dass ihr jetzt heute wieder mit am Start seid. Es geht ja zurzeit ums Thema Jüngerschaft und wer oder was macht eigentlich einen Jünger aus? Und wir haben schon gehört, dass ein Jünger Jesu ausmacht, dass er Jesus nachfolgt, das heißt, ihm die Dinge nachmacht, die Jesus selbst vorgelebt hat. Dann bedeutet Jünger zu sein, dass wir Freund von Jesus sein dürfen, dass er unser Freund ist. Und ihr habt letzte Woche auch davon gehört, dass es darum geht, dass wir Zeit mit Jesus verbringen, dass wir lernen, bei ihm Pause zu machen und auf sein Reden zu hören. Und heute geht es mit Jüngerschaft weiter und ich bin schon ganz gespannt, aber ihr seht wieder, ich bin alleine. Irgendwie schaffen wir es nie, gemeinsam durchzustarten. Und ich frage mich, wo eigentlich Chiara ist. Chiara, du bist... Hey. Hallo Chiara. Hey, was komm mal her. Warum soll ich kommen? Was machst du? Ja, ich habe schon durchgestartet mit dem Kigo-Clip. Schon jetzt? Ja, komm mal runter. Komm mal runter. Was ist ja, da komme ich. Was ist überhaupt los? Wie siehst du nur aus? Ja, du, ich habe mir das Thema ja schon angeguckt. Heute geht es ja um die Aussendung der Jünger. Und ich dachte, da mache ich mich doch direkt selber auf den Weg. Oder nicht? Okay, ja. Ich habe anscheinend meinen Auftrag von Jesus zu erzählen. Dann gehe ich mal los. Ja, das stimmt. Aber wie komisch ist es auf losgehen oder wie? Ich würde mal vorschlagen, wir schauen uns erstmal die Bibelstelle an, oder? Um ja. Was halt konkret geht. Ja, da hast du vielleicht recht, weil ich weiß auch noch gar nicht, wohin mit mir eigentlich. Vielleicht können wir erstmal die Bibelstelle lesen und schauen uns das Thema mal an. Ja, das finde ich gut, ey. Okay, Alter. Mit Rucksack bist du unterwegs. Ich weiß ja, es auch. Ja, ich bin auch ganz froh, dass du mich eigentlich gerufen hast. Das ist nämlich echt schwer. Vielleicht gut, wenn ich mal eine Pause mache. Ich kann die Stelle mal lesen. Ja. Also, Lukas 10, Vers 1 bis 11. Danach wählte Jesus 72 weitere Jünger aus und schickte sie immer zu zweit in die Städte und Dörfer, die er später einst aufsuchen wollte. Er sagte zu ihnen, die Ernte ist groß, aber es gibt nur wenige Arbeiter. Darum bittet den Herrn, dass er noch mehr Arbeiter aussendet, die seine Ernte einbringen. Geht nun und denkt daran. Ich schicke euch wie Lämmer mitten unter die Wölfe. Nehmt kein Geld, keine Tasche und keine Schuhe mit. Falls ihr unterwegs Leute trefft, lasst euch nicht auf lange Begrüßungen und Gespräche ein. Wenn ihr in ein Haus kommt, dann sagt, Friede sei mit euch allen. Wenn dort jemand Gottes Frieden bereitwillig annimmt, so soll der Friede, den ihr bringt, bei ihm bleiben. Wenn aber nicht, dann wird Gottes Friede ihn wieder verlassen. Und er wird zu euch zurückkommen. Deshalb bleibt dort, wo man euch aufnimmt. Esst und trinkt, was man euch anbietet. Denn wer arbeitet, soll auch versorgt werden. Bleibt in dem einen Haus und wechselt eure Unterkunft nicht. Wenn ihr in eine Stadt kommt, in der euch die Leute bereitwillig aufnehmen, dann esst, was man euch anbietet. Heilt die Kranken und sagt allen Menschen dort, jetzt beginnt Gottes Reich bei euch. Cool, oder? Mhm, richtig cool. So, und das habe ich ja schon gemacht. Weißt du, genauso wie es in dieser Stelle heißt, wie die Jünger ausgesendet werden, habe ich gedacht, da muss ich auch losgehen. Da muss ich auch losgehen, von Jesus erzählen. Weißt du, und ich kann dir ja direkt mal zeigen, was ich eingepackt habe, denn ich habe mich ja vorbereitet. Warte mal, Chiara. Ich glaube, ja, da hast du recht. Es geht darum, ein Jünger Jesu, der geht los und will anderen von Jesus erzählen. Ja. Aber du hast ja jetzt den ganzen Rucksack gepackt und sowas und hast alle möglichen Dinge wahrscheinlich dabei. Aber ich finde, hier steht das Gegenteil. Hier heißt doch eigentlich, dass wir nichts mitnehmen sollen. Dass wir einfach losgehen dürfen, sogar unser Haus hinter uns lassen sollen. Alle materiellen Dinge und einfach losgehen und von Jesus erzählen. Aber nee, Heiko, was erzählst du denn? Das ist ja ein bisschen unlogisch. Ich meine, wie soll ich denn von Jesus erzählen, ohne vorbereitet zu sein? Dafür brauche ich so viel. Das kann nicht einfach jeder machen. Ich muss mich vorbereiten. Lass mich dir erstmal zeigen, was ich alles dabei habe. Ich bin nämlich vorbereitet. Das ist ganz wichtig. Und zwar habe ich die Bibel eingepackt. Auch die Größe, die ich gefunden habe. Da ist alles mit drin. Oh yes. Und zwar brauche ich, um von Jesus zu erzählen, biblisches Wissen. Sonst kann das nicht funktionieren. Ich muss ja was über die Bibel wissen und was da steht, um anderen Leuten von ihm erzählen zu können. Das ist ganz, ganz wichtig. Dann, was auch wirklich wichtig ist, das habe ich dir mitgebracht, und zwar mein Spiegel und meine Bürste, weil wenn ich von Jesus erzähle, okay, kann ich mal nehmen, dann muss ich gut aussehen. Weißt du, ich muss ja irgendwie Eindruck machen auf die Leute. Die wollen mich sehen und sagen, wow, das ist ja jemand, der ist echt cool, der sieht gut aus, dem höre ich gerne zu. Das ist ganz, ganz wichtig. Und weißt du, was ich auch noch mitgenommen habe?
mein Mikrofon. What? Die Leute müssen mir ja zuhören können. Ich habe extra vorher geübt. Ich muss mich richtig artikulieren können. Ich muss eine Redekunst besitzen. Die Leute müssen denken, wow, die benutzt schöne Worte. Die kann das richtig, richtig gut. Und da habe ich noch ganz, ganz viele Sachen eingepackt. Warte mal, Chiara. Also, ich glaube, du bringst da ein bisschen was durcheinander. Ich glaube, es ist wichtig, dass wir uns in der Bibel auskennen, dass wir wissen, wer dieser Jesus war, damit wir auch was von ihm erzählen können. Aber ich glaube, das sind ja die wesentlichen Dinge, oder dass du gut reden musst, um von Jesus erzählen zu können, dass du irgendwie denkst, ich muss besonders aussehen oder sprachbegabt sein oder die ganze Bibel auswendig können. Ich glaube, darum geht's gar nicht. Sondern weißt du, es geht um was viel anderes. Ich glaube, diese Dinge, das ist nicht die Voraussetzung, um von Jesus zu erzählen, sondern das Wichtige ist, das ist die Liebe. Und letzt, weißt du, habe ich eine Bibelstelle gelesen und da ging es darum, in Johannes 13, dass Jesus zu seinen Jüngern sagt, ein neues Gebot gebe ich euch. Wenn ihr einander liebt, wie ich euch geliebt habe, wenn ihr untereinander Liebe übt, dann wird jedermann erkennen, dass ihr meine Jünger seid. Weißt du, es geht um Liebe, es geht darum, wie gehst du mit deinen Mitmenschen um? Weißt du, dass Jesus dich liebt? Und wie gehst du mit anderen um? Es geht um die Liebe. Und daran wird jedermann Jesus erkennen. Das ist die einzige Voraussetzung. Krass, so habe ich das noch nie betrachtet. Ich meine, das erleichtert mir total viel. Dann kann ja doch eigentlich jeder, der Jesus liebt und andere Menschen liebt, von ihm erzählen und muss gar nichts dafür können. Und weißt du, dann kann ich auch viel einfacher unterwegs sein, weil mein Rucksack muss ja dann gar nicht so schwer sein. Ich muss ja gar nicht so viel einpacken. Yes, genau. Cool. Und weißt du was? Wir haben heute auch einen Special Guest am Start. Und zwar ist das Theresa Plano. Und ich darf dich gerade mal ins Bild bitten. Und zwar wird Tessa bei uns ab jetzt in der Gemeinde sein. Sie hat angefangen am 1. Oktober und ist Mitarbeiterin bei uns in der Gemeinde. Cool, dass du am Start bist. Und sie wird auch den Kindergottesdienst mitverantworten. Und weißt du was? Tessa hat Jesus komplett lieb. Sie hat eine Leidenschaft für Jesus. Und ich wollte dich einfach fragen, wie ist das bei dir? Warum willst du, dass andere Menschen von diesem Jesus hören? Naja, ich glaube, dass es wichtig ist, dass jeder Mensch von Jesus hört, weil Jesus jeden einzelnen Menschen so lieb hat und weil er jeden einzelnen retten möchte. Und die Menschen, die sind einfach verloren ohne Jesus, weil wir sind zu Hause bei ihm, wir gehören zu ihm und er gibt uns alles, was wir brauchen. Und deshalb müssen andere Leute unbedingt von diesem Jesus hören, dass sie nach Hause kommen können. Deshalb ist es so wichtig, dass sich jeder Einzelne von uns aufmacht, um dem Einzelnen zu begegnen und ihm von Jesus zu erzählen. Cool, ey. Genau. Cool, dann wollen wir jetzt noch zusammen mit euch beten. Jesus, wir danken dir so sehr für jeden Einzelnen, der jetzt zuhört. Danke für jedes einzelne Kind und dass du uns ganz genau kennst und dass du uns liebst. Und wir beten, dass du uns hilfst, anderen Menschen von Jesus zu erzählen. Egal, wem wir begegnen, dass wir Liebe haben für den anderen, dass es nicht darauf ankommt, dass wir gut reden oder dass wir viel wissen, sondern einfach, dass wir andere lieb haben. Und das beten wir, Gott, dass du uns gebrauchst als deine Jünger, dass wir losgehen und Leuten von Jesus erzählen. Danke, dass du bei uns bist und dass du uns alles gibst, was wir dafür brauchen. Wir beten gemeinsam in deinem Namen, Jesus. Amen. Amen. Sehr cool. Dann sehen wir uns nächste Woche und bis dahin, ciao. Ciao. Ciao.